Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Plättvideo ist mal wieder an der Reihe und dass ein Plätt nicht nur Fleisch spießen kann, wollen wir euch heute wieder mal zeigen. Und zwar mit einer Pizza, mit einer türkischen Pizza, mit Sucuk, Ayvar, damit die ganze Sache ausgesprochen werden. Es wird interessant, bleibt dran. Die Zutaten für unsere türkische Pizza wären ein Pizzateig. Dieser ist leider nicht selber gemacht, den haben wir uns einfach mal aus dem Discounter geholt. Belegen werden wir ihn mit Ayvar als Soße und dann werden wir ihn noch mit Sucuk, rote Zwiebeln, ein paar Jalapenos und echten türkischen Schafskäse belegen. Unsere Türkisch-Pizza möchte jetzt auch endlich mal belegt werden. Wir fangen an mit dem Ayvar. Ordentlich auf den Pizzaboden verteilen. Darauf folgt unsere Sucuk. Ich habe die schon mal, natürlich wie es sein muss, auch mal probiert. Schmeckt auch roh, sehr lecker. Man merkt einen dominanten Koriander- und auch Knoblauchgeschmack. Also das kann ich mir richtig gut auf der Pizza jetzt hier vorstellen. Aber die anderen Zutaten werden wahrscheinlich auch noch ihren Geschmack mit hinzugeben. Hier ein bisschen vorsichtig, ne? Nicht zu viel drauf machen, ansonsten kriegt der Marco wieder Schluck auf. Vor allem im Nachhinein beim Schnauben ein bisschen vorsichtig. Beim Schnauben? Ich dachte, irgendwo nee, anders. Beim Schnauben, weil du hast ja wieder mal keine Handschuhe an. Ach so. Ja, hinzu gesellen sich die Zwiebelringe. Hinten noch ein kleines bisschen was. So, hier vorne noch für Marco eine extra Zwiebel. Und zu guter Letzt kommt natürlich unsere Schafskäse mit hinüber. So, und diese Pizza ist jetzt auch schon wieder fertig für den Plättgrill. Unser Plätt ist vorgeheizt. Unsere Pizza ist auch fertig. Es bleibt eigentlich nichts anderes zu tun, außer sie reinzutun. Und wie ihr seht, auf diesem Gestell passen auch 3 Pizzen rein. Also wer ein bisschen größeren Hunger hat, kann hier gut und gerne noch ein paar mehr mit reinstellen. So. Und noch Deckel drauf. Auf geht's. Der Geruch verrät uns, die Pizza muss fertig sein. Ich hoffe doch. Auf jeden Fall, es blubbert schon. Ach, das sieht gut aus, Marco. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einen Pizzaroller, machen einmal Schnipp und Schnapp, dann haben wir 4 ordentliche Teile zum Verkosten. Das kannst du wissen. Ruckzuck war die Pizza mit Sucuk. Die türkische Pizza ist fertig. Von der Farbe her. Ich hoffe, man kann es erkennen. Optimal. Vom Geschmack erst. Das brennt nicht nur im Mund, das brennt auch noch woanders. Die Jalapenos, einmal frei. Das sind 3-mal die Jalapenos. Das Ayvar, es muss ja immer Pizzasoße sein. Deswegen ja türkische Pizza. Mhm. Die Sucuk überrascht mich wirklich im Geschmack. Es ist wirklich das allererste Mal, dass wir die essen. Mhm. Und ich muss sagen, nicht das letzte Mal. Okay, einmal frei. Mhm. Und auch der nicht selbstgemachte Pizzateig, ja. Der bringt es wirklich, also was will man noch sagen? Das ist kein Teig, der aufgeht. Wenn ihr genau wissen wollt, wie man Pizzateig macht, das findet ihr bei uns unter den Rezepten. Irgendwo haben wir das mit. Aber auch hier zählt die Einfachheit, Schnelligkeit und letztendlich wirklich dieser wunderbare Geschmack mit den ganzen
Kombination. Ja, nochmal ganz kurz, 11 Minuten war die Pizza jetzt im Blatt drin. 11 Minuten. Genau, Pizza im Blatt, 11 Minuten Vorbereitungszeit, habt ihr ja gesehen, das waren keine 5 Minuten. Ein bisschen zusammengerührt, die Soße, das Ei war drauf, fertig. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, wie auch hier zu sagen, es sollte natürlich, es ist zum Nachmachen empfohlen. Und es sollte auch auf jedem anderen Grill funktionieren. Mit der Zeitangabe wären wir da natürlich vorsichtiger. Aber funktionieren sollte das Ganze auch. Vom Geschmack gibt es da keinen Unterschied. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder bei den Sachsen-Grillern. Bis dahin. André und Marco sagen ciao. Ciao.